Caroline. Ich bin Lisa. Ich habe ein Buch geschrieben. Das ist schon ein paar Jahre her. In der Zeit, als ich mit Flüchtlingskindern gearbeitet habe an Berliner Schulen. In der Zeit ist mir aufgefallen, dass es wenig oder kaum Materialien gibt, die das Thema Flucht und Krieg kindgerecht transportieren. Ja, und in der Zeit ist das Buch entstanden. Das ist das erste Kinderbuch, das ich illustriere. Das erste Buch überhaupt, das ich illustriere. Ich habe auch noch nie was illustriert, aber ich zeichne sehr gerne und das hat eigentlich gereicht. Also das hat gereicht, weil die Geschichte, die zu mir gekommen ist, genug geliefert hat, um zu zeichnen. Ja, und Matthias, der so das Gesamtbild im Blick hatte. Auch die Gestaltung, der Druck, die Grafik, die Typografie. Was mir wichtig war bei der Geschichte, ist, dass sie zum einen Kinder anspricht, die hier leben, die das Thema für Kinder transportiert, sensibel transportiert. Was ist Krieg? Was ist Flucht? Was bedeutet das? Und die aber auch Kindern, die geflohen sind, die das alles mitgemacht hat, irgendwas bieten, um darüber sprechen zu können. Also uns ist besonders wichtig bei diesem Projekt, das zu sagen, dass es eine Herzenssache ist von uns allen. Und wir machen das alle ehrenamtlich. Wir arbeiten alle nebenher und haben uns entschlossen, unsere Zeit aufzuwenden, um etwas Außerordentliches in die Welt zu setzen, das war dieses Kinderbuch. Was mir wichtig war, war der Verzicht auf Moral und keine Darstellung von Klischees und Stereotypen und eine Darstellung von Diversität. Wir bitten um eure Unterstützung, um unser Projekt realisieren zu können. Wir brauchen 4.500 Euro, um unsere erste Auflage von 500 Büchern herstellen lassen zu können. Nächstes Jahr werden tausende Kinder neben Flüchtlingskindern sitzen oder Kinder, die schlimme Dinge erlebt haben. Und dann werden die sich begegnen müssen und miteinander sprechen müssen. Und genau diese Geschichte bis zu diesem Punkt ist das Buch. Und dann kommen die Kinder. Und dann geht's los im Kopf. Genau, es ist die Geschichte so. Vor der Geschichte. Die Geschichte vor der Geschichte. Ja.